Was ich damit sagen wollte. So, Leute, willkommen zu einem Regelvideo. Ohne Jan. Oh mein Gott. Doch, ich habe mich einfach reingeschlichen. Ohne Jan. Jan ohne Jan. Jan ohne Jan? Jan ohne Jan, genau. Also bin ich einfach nur... Nein, damit meinte ich Januar. Damit meine ich nicht dich. Okay. Ja, Leute, Soul Link Challenge. Wir spielen Pokémon Schwarz und Weiß. Genau, Pokémon Schwarz und Weiß. Wir dachten uns dieses Mal tatsächlich, okay, dann spielen wir halt mal die entgegengesetzte Edition. Das heißt, wir werden da auch, Jan wird mit White spielen, ich spiele mit Black. Mhm. So heißen die beiden Charaktere. Also er spielt das Mädel, ich spiele den Typen. Besser als Hilda und wie auch immer der Junge heißt. Genau, genau. Halt, nehmen wir halt die Manga-Namen, ne? Mhm. So, und ja, wir spielen Pokémon Schwarz, Weiß, ich persönlich, ne? Das werdet ihr eventuell wissen, hab ja noch so eine kleine Rechnung offen mit dem Spiel. Kleiner Funfact dazu, ich hab's mal im Livestream gemacht eine ganze Weile und scheiterte eigentlich jedes Mal, weil das Spiel mir immer ins Gesicht gespuckt hat, tatsächlich in unterschiedlichsten Stellen. Und deswegen dachten wir uns, das kann so nicht stehen bleiben. Zeit für eine Rache. Genau, und da ich jetzt ganz viel Begrüßung gemacht habe, darf Jan einfach mal mit dem Regelwerk beginnen, welches wieder ein paar Neuerungen parat hält. Ja, ein kleines bisschen geupdatet. Fangen wir an. Regel Nummer 1. In jedem Gebiet und auf jeder Route darf nur das erste Pokémon gefangen werden. Das ist dann mit dem entsprechenden Pokémon des Partners verbunden. Das ist dann sein Seelenpartner. Es muss einen anderen Primärtypen besitzen als das gegnerische, das andere Pokémon. Und außerdem eine kleine Neuerung, da wir ja auch dass Christian ein Junge und ich ein Mädchen spielen, darf Christian nur männliche und neutrale Pokémon und ich nur weibliche und neutrale Pokémon fangen. Da man das bei den Startern und bei geschenkten Pokémon allgemein nicht sehen kann, ist es da ein bisschen ausgenommen, aber ansonsten, wenn man sehen kann, oh, du hast dieses Geschlecht, du darfst das fangen. Genau, das ist ja eigentlich eine Standardregel tatsächlich, also nicht so genau, aber Standardregel bei Soul Links ist ja eigentlich, dass man immer nur das entgegengesetzte Geschlecht fangen darf. Das haben wir ja bei Smaragd gesagt, dass wir das eigentlich nicht so cool finden und deswegen nicht mit reingenommen haben, aber jetzt sagen wir uns einfach mal, ach komm. Hier geht es aber auch nicht ums Vermehren, sondern nur ums Fangen. Also es dürfen auch, weiß nicht, männlich mit neutralen oder neutrale mit neutral. Genau, es muss nicht zwingend männlich-weiblich sein. Richtig, hier geht es einfach nur um Zusatzwürze beim Regelwerk, so nennen wir es mal. Und wenn quasi jetzt bei mir jetzt ein männliches Pokémon kommen würde, würde es nicht als Encounter zählen. Genau, ja, andersrum, halt weibliches bei Christian. Genau, ist ja wie mit den Regeln, mit den Typen halt, ne? Genau, man dürfte es einfach nicht fangen. Regel 2, wenn einer der Spieler kein Pokémon auf einer Route bekommt, besiegt, keine Bälle, geflüchtet, wie auch immer, darf der andere auch kein Pokémon auf dieser Route halten. Jopp, hat man Spark schon selbsterklärend. Genau. Regel Nummer 3, Seelenpartner dürfen nur zusammen mit dem PC-Pokémon ausgetauscht werden. Auch nichts Neues hier. Jawohl. Nummer 4, besiegte Pokémon gelten als verstorben und müssen freigelassen werden. Dies gilt auch für den Seelenpartner. Ist der Seelenpartner noch im Kampf, verstirbt dieser erst, wenn der Kampf beendet ist, und das ist ebenfalls identisch. Nummer 5, die Kampfart steht auch weiterhin auf Folge. Jawohl, und Nummer 6, jedes Pokémon hält immer noch einen Spitznamen, welches der Seelenpartner auswählen darf. Ganz genau. Nummer 7, da ist wieder eine kleine Neuerung. Reshiram und Zekrom, oder je nachdem, was die beiden werden, dazu kommen wir zu den Randomizer-Regeln gleich noch, gelten als Gebiets-Pokémon für das Gebiet, wo sie kommen. Haha, Spoilerschutz und so, für die das Spiel noch nicht kennen. Und müssen so oder so gefangen werden im Laufe des Spiels und können dann auch dementsprechend in Kämpfen eingesetzt werden. Sollten irgendwelche anderen zufälligen wilden legendären Pokémon auftauchen, können die auch gefangen werden. Genau. Dann haben wir noch die Challenges geschafft. Wenn der Champ von beiden besiegt wird, die Challenge gilt als verloren, wenn das komplette Team eines Spielers besiegt wird, man keine Pokémon mehr zu kämpfen hat oder alle Heil-Items, also beziehungsweise nicht alle Heil-Items, sondern das Limit der Heil-Items überschritten wurde. Das heißt mit anderen Worten, ja, wir spielen tatsächlich bis zum Champ. Die Schwarz und Weiß kennen werden, wissen, dass es ein bisschen mehr ist als in anderen Editionen, aber mehr Content ist mehr Content ist mehr Content, nicht wahr? Ganz genau. So, kommen wir zu den kleinen Zusatzregeln. Die Randomizer Clause. Was ist alles random? Die Starter außer sind random. Wir sind immer random. Die Starter sind random und diesmal komplett und nicht mit zwei Evolutionsstufen. Alle wilden Pokémon sind auch weiterhin random und tragen diesmal auch ein paar eventuell random Items. Also kann auch rumlaufen, dass da plötzlich ein Pokémon mit einem Meisterball rumläuft. Stopp. Alle wilden Pokémon sind nicht nur zufällig, diesmal sind sie komplett zufällig. Also nicht mit ähnlicher Stärke. Genau. Haben wir gesagt, dass wir das machen wollen. Genau, diesmal können wir alles bekommen, quasi. Leute haben ja angemerkt, dann könnten wir aber auf Route 1 ein legendäres Pokémon bekommen. Ja, aber fang das erstmal, ne? Ja. Das ist halt mit Pokébällen.
Mit Pokebällen. Das könnte eigentlich eher schon fast ein verschwendeter Encounter sein, ganz am Anfang. Ja. So, statische Pokémon sind auch zufällig, aber die werden quasi untereinander ausgetauscht. Sprich, wenn irgendwo ein normales Pokémon rumsteht, statisch, zum Beispiel Ramot, wird es gegen was anderes ausgetauscht. Und wenn irgendwo Legenden rumstehen, werden sie gegen Legenden ausgetauscht. Deswegen auch die Sache mit Reshiram und Seekrom. Es kann sehr wahrscheinlich sein, dass es nicht Reshiram und Seekrom sind. Genau. So, die Pokémon der Trainer sind diesmal auch zufällig, aber jeder Trainer hat immer Pokémon eines bestimmten Typs. Das ist natürlich auch komplett random. Wir haben die Regel aber vor allem deswegen mit reingenommen, weil dadurch eine Arena auch durchgehend einen Typ benutzt. Sonst, ja, sonst haben die einfach alles in der Arena. Das ist auch wieder ein bisschen doof. Ist ja immer noch eine Arena. Genau. So, die Rivalen behalten ihre Starter durchwegs durch das Spiel durch. Alle anderen Pokémon, die sie haben, werden sie dann immer random. Pokémon entwickeln sich, Pokémon, die sich per Tausch entwickeln, die entwickeln sich auf Level 37 oder wenn sie ein Item benötigen. Außer halt Barschwarm, weil Barschwarm irgendwie gehasst wird von Randomizern. Genau, das ist komischerweise irgendwie nicht mit drin. Also sprich, wenn wir einen Barschwarm kriegen, ist es wirklich der richtige Zonk. Mit allem könnte man was machen, außer mit Barschwarm. Das ist dann der Zonk. Ja. So, und wieder mal die Items, die auf dem Boden rumliegen, die sind auch random. Und diesmal haben wir auch die TMs random gemacht. Das heißt, die Attacken, die ja, die TMs quasi sind dann komplett random. Wer sie lernen kann, das ist nicht random, sprich, ein Gyarados kann kein Flammenwurf lernen, aber es kann ein, nennen wir eine TM, ein Erdbeben lernen. Ja. So. So. Item Clause. Im Kampf dürfen maximal 5 Heil-Items eingesetzt werden. Jetzt alle schon so, was? 5? Ja, denn durch Anregung von euch, weil das doch sehr oft in den Kommentaren stand, und eine Regel, die ich tatsächlich ziemlich cool finde, sind wir auf die Idee gekommen, das einfach mal einzufügen. Denn das Besondere ist, diese 5 Items gelten für uns beide. Mhm. Das heißt, wenn ich beispielsweise Vollfach sage und 4 Items benutze, dann hat Jan nur noch 1. Ja. Wir haben uns zuerst überlegt, ob wir 3 oder 4 nehmen, aber ihr kennt das, neue Regeln, ist es Pokémon Schwarz. Gehen wir erstmal vorsichtig dran. Schon, genau, erstmal vorsichtig dran gehen. Wenn das gut funktioniert, dann sind wir gerne auch bereit, den zukünftigen Channels da runter zu gehen. Aber erstmal 5 für beides, denke ich, eine ganz gute Zahl. Mhm. Insgesamt. Und auch nochmal kurz zur Erklärung. Dieser Counter wird erst resettet, wenn beide außerhalb des Kampfes sind. Also wenn ich einen 10-Minuten-Kampf habe und Jan in der Zeit 3 macht, heißt es nicht, dass Jan für jeden dieser Kämpfe wieder quasi neue Tränke hat. Nö, erst wenn beide außerhalb des Kampfes sind, wird das resettet. Ich könnte mich auch einfach hinstellen, wenn ich den Kampf fertig habe und mir die Wand angucken. Ja, quasi. Pokebälle dieser jeder Art dürfen natürlich immer verwendet werden. Ja. So, die Dupes Claws. Pokémon, die bereits gefangen wurden, zählen nicht als Routen-Pokémon. Das gilt für die gesamte Evolutionsreihe, für sich selbst als auch für den Partner. So, da haben wir jetzt ein kleines bisschen was mit reingebracht, weil wir halt teilweise gesehen haben, das kam einige bei Smaragd einige Pokémon ein bisschen zu häufig. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, jedes Pokémon zählt auf einer Route nur einmalig als Dupe. Sprich, wenn ich jetzt ein Radfratz schon gefangen habe. Und nein, wenn du ein Botogel schon gefangen hast. Wenn ich schon ein Botogel gefangen habe. Wenn dann bitte ein realistisches Szenario hier. Okay. Wenn ich ein Botogel schon gefangen habe und auf der nächsten Route mir wieder ein Botogel begegnet, dann ist es quasi die Dupes Clause. So, wenn danach aber nochmal ein Botogel kommt, dann zählt das nicht mehr. Das heißt, ich habe dann weiterhin meine Versuche mehr zu suchen. Dafür haben wir es aber gemacht, wir haben maximal 2 zusätzliche Versuche, sprich, es kommt ein Botogel, will ich nicht haben, weil ich das schon habe, kann ich noch 2 andere suchen. Ja. Genau, vorher waren es ja 3 Versuche, das heißt, wir hatten 4 Versuche, im Zweifelsfall bei Dupes, aber ja. Level des stärksten Pokémon des nächsten Arena, das darf mit keinem Pokémon des überschritten werden. Sollte dies dennoch passieren, darf das Pokémon und sein Seelenpartner so lange nicht mehr kämpfen, bis es das Level-Limit angehoben wird. Nach dem 8. Leiter liegt das Limit bei 54, was hoffentlich schon angepasst wurde, Jan. Ja, ist auch richtig. Okay, alles klar. Ich dachte schon, es wäre hier einfach copy-pasted. Mein Gott, und nach dem, was da passiert halt, ne? Spoiler. Liegt das Level-Limit bei 77, Philipp Champ. Genau. So, Shiny Claws. Shinies dürfen immer gefangen werden und dürfen auch mit dem Seelenpartner einmalig die Plätze tauschen. Sprich, das, was man auf der Route gefangen hat. Man hat es, glaube ich, bei Smaragd auch gesehen. Ich hatte ja einen Shiny Dicta gefangen. Das konnte ich dann quasi gegen das Pokémon, was ich vorher auf der Route hatte, austauschen. Das war der neue Seelenpartner von Christians Pokémon. Genau. Aber die Present Claws, geschenkte Pokémon dürfen behalten werden und zählen nicht als Gebiets-Pokémon. Es darf außerdem ein Fossil nach Wahl und Verfügbarkeit wiederbelebt werden, beziehungsweise jedes Fossil
Nee, ein Fossil haben wir gesagt, ne? Ja, und für den Fall, dass wir durch zufällige Items beide noch mehr Fossilien finden, wir dürften nur welche wiederbeleben, wenn beide eins haben. Also nicht, dass einer ein Pokémon dann mehr hat als der andere. Genau. Aber falls jetzt die Leute wieder kommen, aber warte mal, das hat beim letzten Mal doch überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber diesmal sind die Fossilien auch gerandomized. Das heißt, es kann alles wirklich, wir könnten dein Fossil, Raupi, wo, aus welchem Jahrtausend da auch immer das dann stammen sollte. Sollte zumindest. Wir kriegen ja sowieso beide zumindest ein Fossil, dann können wir es damit mal ausprobieren, ob die wirklich random sind. Genau. So, und auch eine neue Clause, weil viele Leute mal geschrieben haben, Christian, mach doch mal eine Knilz-Clause rein. Haben wir jetzt eine Favorite-Clause reingemacht. Wenn bei Christian ein Knilz oder bei mir ein Riolu oder deren Evolutionsreihen als wildes Pokémon auftauchen, darf man es quasi wie ein Shiny behandeln. Man darf es fangen und dann austauschen gegen das Pokémon, was da ohnehin schon auf der Route gefangen wurde. Aber, damit man jetzt nicht irgendwie das unendlich sich viele Knilzes und Riolus fangen kann, darf man das nur ein einziges Mal in der ganzen Soul-Link machen. Sprich, weiß nicht, wenn ich jetzt direkt schon ganz am Anfang irgendwo ein Riolu finde und mir denke, yo, da will ich jetzt die Claws nutzen, dann darf ich es auch nur da haben. Aber man darf es quasi auch, ja, nicht nutzen. Also wenn Christian zum Beispiel auf seiner ersten Route ein Botogil gefangen hat und ich irgendwas anderes... Du hängst an dem Ding, ne? Ja. Und ich habe ein Panikon gefangen und kurz darauf finde ich ein Riolu und ich denke mir, will ich dieses Riolu jetzt mit Botogil verknüpfen? Ja, ist die Antwort. Nein. Kann ich sagen, okay, ich nutze meine Chance nicht, aber wenn ich dann im Pokédex sehe, okay, Riolu gibt's doch auf einer anderen Route, kann ich es dort nutzen. Ja, weil er dürfte nicht einfach wieder zurückgehen und das dann da nochmal probieren, weil die Chance ist vertan. Genau. Also wie gesagt, nur einmal pro Route darf man das nutzen, wenn man es zum allerersten Mal sieht und nur einmal insgesamt darf man von der Regel Gebrauch machen. Jau! Ja. Damit, glaube ich, haben wir alles. Ich glaube auch. Und Jan? Ja? Ich finde, wir sollten die restliche Videozeit damit füllen, zu tanzen. Aber ich habe die Cam eh nicht an. Ja, richtig. Damn. Dann stellt euch einfach vor, wir tanzen. Dann stell dir mal vor, wie wir gerade tanzen und ich würde sagen, Leute, das war das heftigste Regelvideo, was es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt. Boah. Doch, würde ich schon sagen, oder? Es war ein bisschen lang. Ja, nein, wir haben schon längere Regelvideos gemacht, aber ja, ihr wisst Bescheid, alle Regeln stehen auch nochmal unten in der Videobeschreibung und in jedem Part ist das Regelvideo verlinkt und in diesem Regelvideo steht immer noch alles in der Videobeschreibung, denn Leute, das hier ist das Regelvideo und hier steht alles in der Videobeschreibung. Des Regelvideos, der Videobeschreibung. Genau, des Beschreibungsvideos, jetzt bin ich völlig durcheinander gekommen. Wunderbar. Freut euch auf eine neue Soul Link. Genau, die Soul Link, es geht weiter, allerdings erst übermorgen, also Mittwoch. Jo. Ausnahmsweise mal nicht am Dienstag, sondern einen Tag dazwischen. Sorry, aber ist jetzt so. Also ab Mittwoch, übermorgen, 18.30 Uhr, geht es los auf unseren Brighton Kanälen. Mit der Pokémon Schwarz und Weiß Soul Link. Ciao. Ciao.